So, Küchenchef Mario ist bereit für weitere Herausforderungen im Schlemmerland. Das hätte auch perfekt einfach so Einleitung für einen klassischen Let's Play-Part sein können. Wenn ich nicht so langweilig gewesen wäre und immer das gleiche Intro genommen hätte. Ich auch. In meinen, weiß ich nicht wie viel, Tausenden von Videos. Ich weiß nicht, ich wollte mir nie immer was Neues ausdenken. So, ich weiß nicht, ich habe immer meine Begrüßung gehabt und weiß nicht, fand das irgendwie einfach auch ganz charmant, dass man sofort weiß, wo man ist und sich vielleicht auch sofort willkommen fühlt oder so. So, jetzt habe ich den Kollegen auch mal. Wir haben ja gerade noch zu zweit an einem Controller gespielt. Jetzt bin ich wieder alleine am Start. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme von hier aus nicht dran. Na gut, dann gehe ich halt wieder. Dachte mir, vielleicht kann ich mir da irgendwie, ja, eine Treppe bauen. Ah, jetzt habe ich getroffen. Man muss nur erstmal einen Anfang finden. Das ist das Schlimmste. So. Hoch auf die Käsefelsen. Das Käseland. Der ist aber auch sehr unkontrollierbar, der Typ. Also nicht unkontrollierbar, aber schon sehr hyperaktiv. Und hier muss man wahrscheinlich auch sehr aufpassen, dass man sich vielleicht nicht alles kaputt macht, aber dann wiederum, man sieht ja nicht, wo hier Monddinger sind. Frage ist, ob die auch im Käse drin sein können. Hat das einen Grund, warum du erst springst und dann angreifst? Um halt die höher gelegenen Sachen zu treffen. Aber ich glaube, ich bin scheinbar groß genug. Dachte halt, wenn ich nicht springe, komme ich nicht dran. Das war die Idee dahinter. Ich bin verstehend. Das ist gut. Ich habe aber noch nichts gefunden. Nein! So. Aber ich habe irgendwie, weiß ich nicht, finde ich hier noch nichts. Jan, was war dein erstes Mario-Spiel? Super Mario World von Super Nintendo. Wie kamst du dazu? Wie bist du auf Mario aufmerksam geworden? Das war das Spiel in meinem Super Nintendo, als ich es gekauft habe. Oh, das war schon drin? Ja, das war das erste direkt. Oh, das war schnell. das war quasi als Bundle mit dem Super Nintendo halt, weil, naja, irgendein Spiel packen die ja eh immer rein. Und dementsprechend hat es bei mir, war es halt mehr einfach Mario. Und dementsprechend war Mario das erste Spiel, was ich überhaupt da gespielt habe auf dem Super Nintendo. Ich finde das halt immer sehr interessant, wenn Super Mario World war ja, glaube ich, mit das erste? War es das allererste? Könnte auch ein das erste was? Mario-Spiel. Nein. Nicht? Super Mario Land für den Game Boy und NES hast du und Super Mario Bros. Für den NES hast du vorher auch noch gehabt. Da war ich noch nicht geboren. Das stimmt, ich auch nicht. Aber, das ändert jetzt nichts an meiner Aussage, ich finde das halt immer super spannend, wenn du Spiele hast, von denen halt noch nicht wirklich viele erschienen sind. Also ich würde nicht behaupten, dass Mario damals, als Super Mario World erschienen ist, den Bekanntheitsgrad hatte, den es jetzt hat. Ne? Nicht, ja, so extrem nicht, aber ich sag mal, durch Super Mario Bros. Und Super Mario Land ist es schon, man kannte es wahrscheinlich schon in der Branche. Aber ich finde es dann halt immer so interessant, wie man dann auf solche Spiele kommt, weil heutzutage, ich habe ja mit Super Mario 3D World erst angefangen für die Wii U. Da hatte ich natürlich schon von Mario gehört und hier und dort und überall halt Mario-Content gesehen und dann gedacht, ach, weißt du was, ich probiere das mal aus. Dementsprechend, oh, da unten ist auch einer. Dass man da dann sagt, okay, man spielt das, ist halt schon wahrscheinlicher, als wenn, wie gesagt, das Spiel noch recht neu ist. Und was war euer erstes Mario-Spiel, Chat? Und wie seid ihr da dran gekommen? Fun Fact, ich konnte als Kind den Endboss von Mario World nie schaffen, weil ich zu schlecht dafür war. Das musste dann ein Cousin von mir dann machen, wenn er mal zu Besuch war. Welcher deiner Cousins hat denn auch... Was? Hat denn auch gespielt? Von den Dreier-Cousins? Ja. Die kann ich eh nicht auseinanderhalten, das reicht mir also. Cool. Moment, ich habe
Wo ist mein... Nee, wo ist jetzt mein Mond? Da ist mein Direkt Mond. Direkt vor dir gewesen. Okay. So. Habe ich Bonus-Kanalpunkte fürs Bannen gekriegt? Ernsthaft? Stella, ich habe erstmal Kirby 64 gelesen und habe mich so gefragt, hä? Das passt jetzt irgendwie nicht zum Thema. Ups. Also ich bin wahrscheinlich echt spät gewesen mit 3D World. Aber ich habe mich ja auch sehr, sehr lange Zeit für nichts außer Pokémon interessiert. Na, interessant, wie viele verschiedene Spieletitel da genannt werden. Ich überlege gerade, welche Mario-Titel ich nicht gespielt habe. Ich habe so ziemlich die meisten gespielt. Na, kommen Sie her. Ich habe letztens irgendwann mal, ich habe ja mal Mario Galaxy gestreamt vor gar nicht so langer Zeit. Und habe mir dann gedacht, ja, lief jetzt nicht so optimal, das stimmt. Aber vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung habe jetzt durch Odyssey, vielleicht versuche ich es dann ja nochmal. Und dann ist mir schmerzlich wieder eingefallen, dass es Super Mario Galaxy 2 ja gar nicht für die Switch gibt. Das war eine traurige Erkenntnis. Und ich verstehe immer noch nicht, warum eigentlich nicht. Die New Super Mario Bros. Teile, die habe ich alle noch nicht gespielt. Alle? Alle. Ich habe mal irgendeins mal angespielt, aber ansonsten habe ich davon nichts gespielt. Das ist aber teilweise auch echt schwer hier zu treffen. Meine Güte. Ich glaube, das wären auch die einzigen, so von der Haupt-Mario-Reihe, die mir fehlen. Alle New Super Mario Bros. Spiele. Aber irgendwie konnten die mich nie reizen, weil ich die irgendwie langweilig fand. Das sind eh alle gleich. Ich kann die auch nicht auseinanderhalten. Es gibt ja auch für DS und 3DS echt einige. Ich muss aber zugeben, das macht mich hier ein bisschen bekloppt, mit dem Typen hier zu spielen. Die Feuerverwandlung fand ich sehr cool. Aber die Verwandlung hier finde ich ein bisschen anstrengend. Einfach mashen und hoffen, dass du triffst. I see. Das ist so das einfache, die einfache Methode davon. Da ist auch noch was. Waren wir da nicht gerade auch? Haben wir übersehen. Ah. Guck ich gleich nochmal. Wir kommen ja bestimmt nochmal da vorbei. Zählen Mario Party und Mario Kart auch? Prinzipiell eigentlich nicht unbedingt, aber wenn es halt so ist, kann man es natürlich auch erwähnen. Also das habe ich jetzt nicht unbedingt gemeint, aber why not? Genauso wie es bestimmt auch Leute gibt, die bei Pokémon mit den Spin-Offs einsteigen. Oh, das sind auch noch welche. Okay. Flupp. Yay, und der nächste Story-Mond. Ah, stimmt. Das war ja irgendwas mit Käse. Unter den Käsefelsen. Ja. Frage ist natürlich, ob ich irgendwie nochmal gut zurückkomme, da wo ich gerade die Münzen gesehen habe. Weil ich glaube, hier war kein Checkpoint zum Hinporten. Topf auf dem Vulkan, tauch ein. Ah ja, da ist auch ein Dreiermond. Da ist ein Checkpoint. Ah, perfekt. Weil dann würde ich mich... Falscher Knopf. Nochmal eben... Hier wahrscheinlich. Genau, hier war der Steg, den ich haben wollte. Hinporten, um die Münzen zu holen, bevor ich es vergesse. Und freut mich, wenn euch die Matten oder euren Kaninchen die Matten gefallen. Für... Ich sag mal... In Anführungszeichen Meerschweinchen-Fragen stehe ich auch immer zur Verfügung, auch wenn es in dem Fall um Kaninchen ging, aber vieles, was für Meerschweinchen funktioniert, funktioniert natürlich auch für Kaninchen. Aber funktioniert es auch für Schweininchen? Vielleicht. Moment, Robert. Frage mich gerade, geh nochmal da vorne links hin.
die da rechts beim Wasserfall sind. Beim Lavafall. Da waren ja auch welche Dinger dahinter, oder nicht? Ja, stimmt, wo wir nicht dran kamen. Kommst du jetzt irgendwie von der anderen Seite dran, wenn du jetzt ungefähr weißt, wo das ist? Können wir gleich mal gucken. Ja, stimmt, da konnte ich mich ja gar nicht hochdrücken, da war ja was. Wäre dann da. Und da ist auch eine Tomate. Aber ich kann ja so, also da nach links kann ich, glaube ich, auch ohne Tomate. Ah ja. Funktioniert jetzt auch für Alis? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Was von allem? Ob die Matten auch für Ali funktionieren. Hm. Ah ja, das ist auch so ein Ding. Aber wieso sollte ich unbedingt das mitnehmen, wenn ich auch einfach das mitnehmen kann, so? Mhm. Ach, guck mal, da kann ich bestimmt was anzünden. Nein! Geh weg. Ja. Da werden die Lava geschubst. Das ist mit dem Treffen auch gar nicht so einfach. Lass mich gehen, lass mich gehen, lass mich gehen! Lässt du bitte los? Jan, jetzt kommt schon meine nächste Frage, um dich bei Laune zu halten. Mhm. Was ist dein liebstes Mario-Spiel? Also jetzt Mario Kart oder Paper Mario oder so nicht mit einbezogen, einfach nur. Das, was du gerade spielst. Oh. Also ich war halt lange in der Überlegung, ob Sunshine Galaxy 2 oder Odyssey ist. Aber nachdem ich jetzt auch... Sunshine ja vor kurzem erst nochmal gespielt habe. Huch, warum ist die Tomate da explodiert? Weil die Lava gefallen ist. Mhm. Ja, dadurch, dass ich Sunshine ja vor kurzem erst nochmal gespielt habe und Galaxy 2 leider die wunderschöne Bewegungssteuerung oder den wunderschönen... Hat die Bewegungssteuerung? Nee. Aber es ist auf der Switch. War das auf der Switch? Auf der Wii U. Oh Gott. Nee, doch, es hatte Bewegungssteuerung, weil man damit Yoshi teilweise bewegen müsste. Übrigens, ich so, was ist dein liebstes Mario-Spiel? Sowas wie Mario Kart oder Paper Mario nicht mit einbezogen? Antwort im Chat, Mario und Luigi. Die habe ich doch extra ausgeschlossen. Also ich glaube, würde man Galaxy 2 ohne Bewegungssteuerung machen, würde ich, glaube ich, echt in die Bredouille kommen. Aber so würde ich jetzt aktuell sagen, es ist Odyssey. Sunshine hat doch ein bisschen, wenn man die Nostalgiebrille mal absetzt, doch ein bisschen gelitten. Aber ich finde Sunshine vom Prinzip her immer noch auch sehr cool. Ali, er hat ja nicht mal in einem Satz geantwortet. Er hat einfach nur stillschweigend auf meinen Monitor gezeigt als Antwort. Ah, gucken wir gleich mal. Geht's hier jetzt zum Berg hoch eigentlich? Oder wo zur Hölle bin ich hier? Ja, ah, hey, ja. Brauche ich den überhaupt? Um da hochzuspringen vielleicht? Tut mir leid, ich muss den kurz zurücklassen. Ah, da unten ist noch Käse. Dafür ist er vielleicht dann wohl da. Harry, komm mit. Nein! Harry! Harry dachte sich so, ich gehe. Tschö, tschö. Wie komme ich jetzt am schlausten dahin? Und springen und Kappe werfen. Guck mal, da ist ein Hutraum gewesen. Mhm.
Harry! Nein! Harry, komm her! Aber ich sag mal, die Nostalgiebrille, die ist schon hart, ja. Also ich finde auch Tales of Symphonia und Secret of Mana sind immer noch zwei sehr gute JRPGs. Auch wenn die heutzutage nicht mehr so den besten qualitativen Standard haben, aber Nostalgiebrille. Was soll ich mit der dummen Rübe? Zum Topf zurücklaufen. Habe ich darüber gesprungen? Wahrscheinlich schon. Der Topf ist ganz schön weit weg, oder nicht? Ja, du solltest da hinkommen. Oh Gott! Ich hab's vor allen Dingen noch gesehen, aber ich war schon im Sprung. Mhm. Ich wollte halt schnell durch, weil ich Angst vor den Tomaten hatte. Und ja, dann hatte ich halt schon gedrückt. Und ich konnte es leider nicht wieder zurücknehmen. Oh. Wie letztens, als ich ein Switch-Spiel wechseln wollte. Und ich hatte quasi die Cartridge schon reingedrückt und dann habe ich festgestellt, oh scheiße, das Spiel ist aber noch an. Also ich meine, es hätte gespeichert und so, aber ich hatte es halt nicht beendet, was halt nicht so gut ist. Und ich hatte quasi aber schon rein... Ah! Der ist mir ins Gesicht gesprungen! Was ein Penner! Auf jeden Fall hatte ich die Cartridge schon... Warum bin ich jetzt hier wieder? Was für ein Penner! Schon reingedrückt. Geht Porn schneller? Ja. Hier? Ja. Und stand dann da mit der reingedrückten Cartridge und meinte so, Jan, kannst du mein Spiel mal eben beenden? Aber das ging hier leider nicht. Kann ich da eigentlich auch einfach rum? Naja, dann kann ich auch eben in den Hut rauben, wenn ich schon mal hier bin. So. Jetzt hoch. Sehen tue ich aktuell nur den Mond da oben. Mhm. Vielleicht versteckt sich irgendwo noch ein zweiter. Ja. Aber cool, dass hier auch so ein Raum ist mit den Feuerkügelchen, auch wenn ich das hier zum Beispiel jetzt nicht ganz so nett finde. Ich bin rückwärts rausgesprungen. Und der Mond, den ich gesehen habe, ist der da hinten? Den haben wir hier gesehen, ne? Ja, den versteckten wahrscheinlich dann. Aber da brauche ich ja erstmal eine Tomatenbrücke. Das ja eigentlich reichen sollte. Jetzt erst recht. So. Das wäre übrigens gemein, wenn diese Dinger hier auch zeitlich begrenzt wären. Wahrscheinlich sind sie es irgendwo, aber du hast sehr viel Zeit. Flupp. Oder wenn du einfach sehr weit weg gehst, respawnen die wieder. Na, das sieht ja sehr spannend aus. Flupp. Flupp. Das Geräusch ist geil, was du machst, wenn du springst. Das ist hier ganz schön schmal. Aber da hatte ich dir hier nichts verfolgt. Oder sowas kannst du ja allerzeit der Welt lassen. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt sogar genug, um dir das andere Outfit noch zu kaufen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite war auch nichts, wenn ich es richtig gesehen habe. Von oben. Kamera im Drehen zum Gucken. Die. Safe. Sonst nichts. Hier können ja auch immer noch irgendwo Münzen, also lila Münzen, versteckt sein. Mhm, die Tomatenmünzen. Ja. Der schmale Magma-Pfad. Okay. Tomaten sind mein Albtraum.
Also pur würde ich die auch nicht essen. Ich muss Harry zurückholen. Wenn sie halt irgendwo mit drin, also Tomatensoße und Ketchup und so ist natürlich okay. Wenn sie halt irgendwo mit im Essen drin sind, kommt es halt sehr stark drauf an, weil ich finde, Tomaten sind halt schon sehr penetrant, sag ich mal. Das soll jetzt gar nicht negativ klingen. Dementsprechend, die schmeckst du halt schon sehr deutlich raus. So auf Baguette oder auf Burgern oder so esse ich auch keine Tomaten. Also halt wirklich eher so Tomatensuppe, Tomatensoße oder so. Das finde ich halt, da bin ich dabei. Aber ich würde jetzt nicht random eine Tomate essen. Also ich esse Tomaten auch gerne pur. Entweder mit so ein paar Kräutern drauf, so Richtung Oregano, Basilikum in der Richtung. Oder einfach mit Salz. Finde ich super geil. Bong. Kannst du mich bitte nicht nerven? Rauch gehört. So, hier bin ich ja erstmal safe. Und deswegen finde ich, passt auch Tomate und Feta so geil zueinander. Weil Feta einfach diese salzige Komponente mitbringt. Wo muss ich jetzt hin? Irgendwo halt in die Richtung, aber ich glaube, du hättest eventuell da den Käse an den Treppen wegmachen müssen. Aber kann ich die Rübe hier lagern? Weiß ich nicht. Ja. Ich hoffe, die bleibt da jetzt auch. Ich meine, wenn ich mich nicht geportet hätte, beziehungsweise wenn ich nicht gestorben wäre. Ich glaube, wenn du hier einfach, ich sag mal, dann gleich links an der, an dem Ding einfach runterläufst, bist du direkt in diesem kleinen Dorf. So. Oder? Nee. Nee, kannst du hier noch weiter hoch? Da kannst du da quasi so ein bisschen auf den Berg hoch. Ja, ja, da kommst du ins Dorf zurück. Okay. Ich glaube, deine Rübe ist weg. Ah, ich habe die extra da geparkt. Man kann sich hier echt auf niemanden mehr verlassen. Das finde ich aber doof, weil ich habe die jetzt so gut bis hierhin halt mitgeschleppt. Mhm. Und ja, dann quasi jetzt nur verloren, weil ich da nochmal nichts vorbereitet habe. Ja. Das finde ich unfair. Also ich finde, dann sollten sie es ruhig so lassen, dass die Rübe dann da liegen bleibt. Wahrscheinlich ist die einfach netterweise die Spawn, weil wenn du sie jetzt irgendwie an einen Ort hingeworfen hättest, wo du ihn nicht mehr erreichst, dann musst du ja irgendwann die Spawn... Das war der falsche Knopf. Das war trotzdem schön gerettet. Dann musst du ja irgendwie wieder die spawnen, damit du sie wieder am Anfang erreichen kannst. Ja. Aber in diesem spezifischen Fall hätte sie da ruhig liegen bleiben dürfen. Tomate rechts, die guckt sich auch schon an, die will dich. Ja. Nein, der war zu... Warum? Warum war der zu kurz? Jetzt darfst du wahrscheinlich alles wieder aufmachen, weil die alle wieder weg sind. Ich mag diese Welt nicht. Guck mal am besten nach links, einfach nur um sich zu vergewissern. Also, genau, da hinten links. Ja, der Käse ist auch wieder da. Also unabhängig davon, dass ich mich in dieser Welt tatsächlich mit am schwersten tue, so von allen Welten, die wir bis dato hatten, finde ich diese Welt furchtbar. Ich finde, die sieht visuell aus wie hingekotzt, leider. Ich finde dieses... Es ist halt so enttäuschend, weil ich liebe dieses Essens-Theme total. Und ich finde das auch total cool, was sie daraus gemacht haben an sich, aber... Das harmoniert für mich halt überhaupt nicht mit den Farben und dem Stil dieser Welt, den sie da gewählt haben. Ich finde, das passt einfach hinten und vorne nicht zusammen. Dann bin ich überhaupt kein Fan von diesen Funnen Bros hier. Ich finde, die steuern sich leider auch echt nicht schön. Die Feuerdinger finde ich cool an sich. Aber die Funnen Bros mag ich auch überhaupt nicht zu steuern. Und dann sind da... Und dann sind da auch so viele Räume, die mir halt keinen Spaß machen, wie zum Beispiel am Anfang mit dem Goomba Tower, ne, direkt zu Beginn. Ach ja, da war ja was. Oder jetzt das mit der Rübe.
Ich meine, gut, dass ich gerade natürlich nicht rübergekommen bin, das war schon meine eigene Schuld, weil ich wahrscheinlich zu früh abgesprungen bin. Ich weiß, es ist einfach vieles in dieser Welt, was mich halt wirklich nervt. Was halt super schade ist, weil bislang jede Welt in diesem Spiel richtig gut war. Und ich hatte es leider auch schon befürchtet, weil wir haben ja mal einen Sneak Peek bekommen von Schlemmerland. Ich glaube, als wir im Forstland oder so waren. Durch die Hinweiskunst. Nee, nicht durch die Hinweiskunst. Durch die... Das Bildportal. Ja, genau. Und da dachte ich mir ja schon so... Und habe aber immer gesagt, ich möchte da jetzt nicht irgendwie was verurteilen. Vielleicht ist die Welt ja doch ziemlich cool. Aber nein. Also nichts dagegen, wenn man halt die Welt mag, ne, um Gottes Willen. Aber für mich ist sie nix. Habe da nicht so viel Spaß mit. Yikes. Warum ist der Sprung hier so knapp? Weil du keinen Anlauf nimmst. Aber sprinten kann ich ja nicht. Er fängt ja automatisch an zu sprinten, aber der braucht dann trotzdem ein paar Schritte Anlauf. Ja, gut. Und statt, wenn du ganz an der Kante anfängst, läufst du quasi ohne Anlauf rüber. Was ich mir aber sehr gut vorstellen könnte, tatsächlich, in den Topf, ne? Ja. Wo bin ich? Hilfe! Alles gut. Sicher? Ja, kannst aber hier links durchs Haus oder hinter dem Haus. Ah, okay. Was ich mir halt tatsächlich vorstellen kann, dass es zum Beispiel auch Leute gibt, die Eiswelten total ätzend finden wegen den Rutschphysics. Und ich mag die ja zum Beispiel sehr gerne. Und bei mir ist es bei Schlemmerland halt genau das gleiche. Goldrübenrezept Nummer 3. Das heißt, eine hast du irgendwo noch. Yay! Aber vielleicht ist damit die schwerste, weil es schon die Nummer 3 ist. Weiß nicht. Es ist halt, also das finde ich tatsächlich aber interessant, dass es irgendwie ja schon eine Lava-Welt ist. Irgendwie, nur mit einem anderen Design. Finde ich von der Idee her ganz cool an sich, aber ja. Wird nicht meine Lieblingswelt, sagen wir mal so. So, das heißt, wir gehen jetzt hier weiter, richtig? Mhm. Waren wir hier schon? Mhm. Ah, das ist einfach das hier. I see. Warum liegen die hier einfach? Also, ich habe das ja von Weitem schon gesehen, dass die hier rumliegen und hatte jetzt aber irgendwie auch erwartet, dass es schwerer ist, die zu erreichen. Da ist noch die Musiknote. Ich glaube... Oh, no, no, no. Was ist hier oben drauf noch? Oben. Flup. Aber das ist jetzt, glaube ich, kein Zeitlimit. Es ist nur, schafft den Raum ohne Cappy. Ja. Ich überlege gerade, also ich kann auf die lilafarbene Plattform springen, sobald sie gerade ist. Kann dann vermutlich auf das runde Ding links davon springen, dann auf das runde Ding rechts davon, dann auf die... Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja. Ich hatte ein bisschen mehr Schwung auf der Rolle, als ich erwartet hatte. Ich glaube, weil die sich gerade gedreht hat, hat sie dich ein bisschen weggeworfen. Aber an sich... Doch, kann ich da im Moment stehen bleiben. So. Da hier runter? Nee. So sieht's aus. Ich krieg dich! Ich krieg dich! Er hat dich bekommen. Ich wollte da hochspringen. Warum hat sich Mario da festgehalten?
Warum? Warum dachte er, es wäre eine gute Idee? Wobei ich das tatsächlich schon sehr oft hatte in diesem Spiel, dass sich Mario irgendwo an Kanten festgehalten hat, wo er sich nicht festhalten sollte. Ich glaube, wenn du auch wieder ohne Anlauf springst, springt er ein bisschen weniger hoch. Warum ist er verboten denn? Was? Ich glaube, mit Anlauf springt er ein bisschen besser. Hä? Was? An die Kante hängen wahrscheinlich. Oh! Ja, mache ich gleich. Und da sind auch noch zwei. Jetzt kommt ja bestimmt zurück. Oh. Wie hängt er sich denn an die Kante? Nimm, bevor du dich über die Kante läufst. Hab ich versucht! Ansonsten von unten das, was du eben gemacht hast, an die Kante springen. Deswegen gehen die wahrscheinlich so ein bisschen von der Plattform runter. Du hast mich getötet! Du hast gesagt, vorsichtig runterlaufen! Du bist mit ein bisschen zu viel Schwung runtergelaufen. Ich war vorsichtig! Jetzt mit... Warum? Das Schlimme ist, ich bin ja selber schuld, aber ich habe einfach so das harte Bedürfnis, Jan dafür zu blamen. Obwohl ich nicht kann. Ich tu's ja nicht! Ja doch, du hast mich geblamed. Nein. Hab ich nicht. Nicht? Ich hab nur deinen Namen geschrien. Achso, ich dachte, das wäre blamen. Nee. Ich kann nichts dafür, wenn du das so aufgefasst hast. Achso, okay. Lass mal die Runde drehen. Musik passt perfekt einfach in dem, da war drauf und die ganze Zeit drehst. Ich dachte halt, ich müsste erst die im Kreis holen und dann zum Schluss darunter. Mhm. Deswegen habe ich halt versucht, mich von oben runterhängen zu lassen. Na gut. Mit mäßigem Erfolg. Der Drehboom. Was ist das? Das ist so ein Schaschlikspieß. Das war schön festgehalten. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich hier rüber? Nein! Gott! Nice! Das hast du richtig gut gemacht. Auch so, Das war echt. Das hast du richtig schön gemacht. Das war vor allem am Anfang nicht das Timing, was ich haben wollte. Und dann war so. Vor allem war das so gemein, weil die sich alle gleichzeitig gedreht haben. Ich habe alles, ne? Ich habe. Genau. Ich dahinter noch aber vielleicht was rumliegt, aber. Sonst würde ich sagen, du hast hier alles geholt. Ich habe jetzt auch nichts ausgesehen, außer die drei Münzen da. Das war jetzt skillig. Das war dann der Ausgleich für den Rest heute.